Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Wir sind im Giga-Versteck. Immer noch. Also, chillt eure Nippel. Ich habe gerade richtig, richtig Fun an dieser ganzen Stalking-Aktion hier. Ich sehe da hinten den Pausenraum. So, Rollatsch zu lang. Fällt mir jetzt auch keiner in den Rücken. Du latschst da lang. Das finde ich ja sehr toll von dir. Banana. Nimm die Banana. Lecker Banana. Da noch eine. Spielkarten? Nein. Der schon war, heißt das. Oh, jetzt sag die ganzen Bananen, ey. Okay. Diese Kiste, ich glaube, ich will sie. Wenn ich die von oben noch assassinieren könnte, wäre richtig geil. Das Blöde an der Sache ist, wenn ich die Jungs von hinten erschlage, droppen sie ihre coolen Schwerter nicht. Aber ich fürchte, das muss ich in Kauf nehmen. Aber so viel Plünderino, wie ich hier auch habe, es scheint nur dort vorne rauszugehen. Also campe ich jetzt darauf, dass der Kollege da Schuh, das war Crap! Nein! Oh Scheiße! Dude. Das war gewagt und verloren. Kacke. Echt kacke. Ja, da hätte ich vorsichtiger dran gehen können. Nein, echt alles nochmal.
Schön. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Mifa, ich mag dich momentan echt nicht. Ohne Scheiß. Wie der gegenschlägt. Ach so. Ich muss den Superschleich wieder anmachen. Ansonsten wird das nichts. Assassination! Okay. Gut. Hier kann ich langlaufen. Banana. Okay. Wie praktisch. Jener Kollege dort. Wohin? 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 So, dir lege ich jetzt mal eine Banane in den Weg. Damit du da gleich schön stehen bleibst. Ja, mach schon, mach schon, mach ruhig. Warum nicht? Warum nicht? Fuck, warum nicht? Warum nicht? Warum der scheiß Befehl nicht? Och Mann, ey. Das war gemein. Ma. Kacke. Leite lautlos. Fick dich doch. Der hat auch ein bisschen Tunnelblick dann, kann er sein? Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Oh, right. Ist dem egal, ne? Ja. Okay. Banana. Feuer! Danke. Huh?
Ja, das ist mies. Ich werde schon wieder zu ungeduldig. Ich versuche die Schleichpassage zu speedrunnen. Das kann nicht gut gehen. Kann nicht gut gehen. Nein. Wir machen das jetzt ganz easy. Ganz locker. Können vor allem hier auch mal zwischenspeichern. Nicht möglich. Crap! Du Drecksspiel! Ist ja hart drauf, ey. Licker Banana! Licker Assassination! Spaß! Okay. Next. Ja, wenn die Banane sehen, sind die echt blind. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Really? Ja gut. Dreh dich um. Shit. Kacke! Warum? Nein! Geh doch da weg! Geh doch da weg! Nein! Der ist ja nicht rausgegangen. Okay. Also jetzt so langsam wird's lästig. Ich meine, ja, ich bin auch einfach zu doof. Ich meine, ich könnte es ja so einfach haben, ne? Ich könnte ja einfach chillen. Aber nein, mache ich ja nicht. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Joink. Wie kann man so auf Bananen stehen? Ich krieg Sodbrennen von den Dingern. Wahrscheinlich könnte ich die auch einfach mit einer Fackel assassinieren. Oh ja. Das klappt also auch in vollem
Schleichmode. Also in Fullspeed, in geduckt. Mit Triple-Schleich. Okay. War das nachvollziehbar? Das war nachvollziehbar. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also los. Die kosten Zeit. Ja, ich weiß, aber ich will sie ja haben. Was mache ich mit so vielen Bananen? Mindestens verkaufen. Also. Komm schon, Mann. Ich habe da auch so einen roten Bommel auf dem Kopf. Ich bin einer von euch. So, einen schwarzen Bommel. Vielleicht bräuchte ich einen schwarzen Bommel. Schwarzer Bommel. Schwarzer Bommel. Fick dich doch. Und alles, wo du herkommst. Kein Risiko ein. Mann! So. Du bist der Nächste. Verdammter Lümmel. Können es nicht lassen, den Slapstick aus Zelda rauszuholen. Ob es jetzt die verdammten dicken Bullblinds sind oder doch so hartgesottene Giga-Krieger. Jedes Mal. Jo, 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 jo. Bananenfresser. Und ich habe schon gedacht, das wäre, ich weiß nicht, dass sie ihre Schwertbananen ständig droppen. Lecker Banane, ja, ja. Lecker Banana dahin. Komm her. Ja, findest du geil, ne? Ja, komm mal her. Joink! Penner! So. Scheiße. Ich hab ganz übersehen. Ich hab total übersehen. Ja! Jopp, 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 jopp! Hab ich ein Schwein gehabt! Was ist in diesem Turm da drin, dass der Kollege da so präzise vorstand? Oh. Nix? Geil. So.
super nice. Ja, mega nice. Ha. Wie locke ich dich da jetzt weg, hä? Guckst du hier Banana? Ja. Du willst Bananen fressen. Wer will Bananen fressen? Du willst Bananen fressen. Penner! Kann ich hier speichern? Kacke. Ich trau dem Schinken nicht. Der Topf da hat gewackelt. Warum kann ich den hier nicht speichern, Mensch? Das scheint eine Schatzkammer zu sein, wo mich niemand irgendwie anranzen will. Oh! Hup. Metallwand? Geil! Hi? Wer bist du und was machst du an meinem Schlafplatz? Erinnert mich jetzt eher ein bisschen an einen Okami-Gegner. Was trägst du denn da am Gürtel? Ist das etwa der Shika-Stein? Wenn du den Shika-Stein hast, das bedeutet ja... Du bist Link, der nach dem wir die ganze Zeit gesucht haben. Was für ein Glück! Der Typ, den wir suchen, verirrt sich ganz von alleine in unser Versteck. Ja, das tun wir irgendwie häufiger. Wo sind meine Manieren? Ich sollte dir erst einmal meinen überaus wohlklingenden Namen verraten. Taserface. Meister der Giga. Der Starke, der Prächtige. Der Unübertreffliche. Koga. Ernsthaft, er heißt einfach Schatten. Cool, der dich jetzt umbringen wird. Cool, ja, alright. Spart. Das ist dein einziges Angriffsmuster. Ist es nicht.
Really? Also, okay, ja. Er ist kein richtiger Boss. Aber, also er ist ein Terrain-Boss. Ich finde das immer so schade, wenn Bosse von heftigen Leuten trotzdem nur... Oh. Da könnte ich ja wohl gegenwirken. Muss ich ihn dann nochmal abschießen? Na komm. Ich hätte nie gedacht, dass mein Ende so aussehen würde. Ja, du warst ja auch lächerlich. Und dann auch noch durch deine Hand. Durch wessen sonst? Es ist zum Aus der Haut fahren. Ganz ruhig bleiben. Das darf nicht das Ende sein. Es muss irgendeinen Weg geben. Ich hab's. Jetzt hast du's geschafft. Ich mache ernst. Meine über Generationen vererbte Geheimtechnik macht dir den Garaus aus. War schön mit dir. Spaß, Donojutsu. Vielleicht etwas groß geraten, ich sehe ihn gar nicht mehr. Ach, egal. Das war's. Jetzt bist du endgültig Geschichte. Diese Geheimtechnik. Nur ein Meister kann sie beherrschen. Die ultimative. Du Feigling! Oh Mann, man wird sich an mich erinnern. Die Jiga werden dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Dude. Ich muss... Es tut mir immer so weh. Wir haben echt gerade eine richtig... Wir haben die letzten Folgen eine richtig coole Schleichpassage gehabt. Und die Typen waren echt... Sexy, der Donnerhelm. Das heilige Erbe des Gerudo-Stammes, das du von den Jiga zurückerobert hast, soll den Blitzen Naboris widerstehen können. Halte ihn in Ehren, bis du ihn Riju zurückgibst. Also nie. Dass das heilige Erbe der Banditen zurückerobert, kehre nach Gerudo-Stadt zurück, übergib es Riju. Oh, ich darf ihn echt noch nicht anziehen. Aber ich werde ihn anziehen müssen für Warnaboris. So, kann ich jetzt speichern, bitte? Danke. Das war so eine schöne Passage. Und dann haben wir wieder mal einen so lächerlichen Bossgegner. Really? Es tat mir jetzt echt weh. Es tut mir irgendwo leid. Es ist. Ja, da ist sein Panarino. Huh. Fertig, oder was? Aus, Ende, vorbei. Und speichern, wo ich will. Ja gut, alles klar, Leute. Barretta befreien wir das nächste Mal. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich bin raus für heute.
Das war's. Das Giga-Down. Er ist Koga. Blackout.